Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Und ich würde sagen, weiter geht es nach dem Intro. Ich vermute mal, ihr könnt ja schon ahnen, worum sich das dreht. MC4-Kabel selber machen. Ich habe hier einmal rotes Kabel und schwarzes Kabel. Und das ist die Zange. Und dann habt ihr hier, ich hoffe, ihr könnt das im Licht sehen, die Kabelstärken. Und hier könnt ihr ja unschwer erkennen, MC4-Stecker. Dann müsst ihr das aufschrauben, auf dem Kabel die Kabel schon draufsetzen. Hier sind die ganzen Kontakte und die werden dann schön festgemacht mit dieser Zange. Und dann könnt ihr anschließend hier mit drüber kontrollieren, ob das richtig war. Darüber habe ich schon ein Video gemacht. Aber so kann man vielleicht seine Kabellängen für seine PV-Module, egal ob nun Balkonkraftwerk oder PV-Anlagen oder ähnliches, selber machen, wenn man sich das zutraut. Und macht eine gute Qualität. Und wir können das ja mal hier klickweise mal ransetzen. Und schon steckt das. Also würde ich sagen, sehr gute Qualität. Hier sind einmal die Stecker und hier sind die, also das ist hierfür und das ist hierfür. Das kann ich euch da klar auch einmal zeigen. Einen Moment. Ich nehme einmal so einen hier raus. Und dann wollen wir mal gucken, wie das. Wir haben hier nun verschiedene Stärken. Ne, das ist na klar. Dasselbe hier. Hier seht ihr die verschiedenen Stärken. Das ist der dünnere und das ist der dickere und dann werden die hier reingeschoben. Und das war's. Und dann könnt ihr schön mit dieser Zange das zusammendrücken. Ihr müsst dann klar vorher ein bisschen abisolieren. Das hört sich zwar jetzt grausam an, ich mache jetzt mal so ein Paket hier auf. Das ist jetzt 6 mm und dann könnt ihr das sehen, wie viele einzelne Kupferleitungen drin sind und doppelt isoliert. Einmal schwarz und dann das rote drumherum. Ja, das wollte ich euch nur kurz vorstellen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch. Liked mich, teilt mich und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.